Julian Reus, die deutschen Meisterschaften in Ulm stehen quasi vor der Tür. Worauf dürfen sich denn die Fans im Sprint freuen? Ja, wie schon angekündigt, denke ich mal auf einen schönen Dreikampf hoffentlich. Wie gesagt, Lukas war jetzt ja verletzt gewesen. Ich denke mal, Martin und ich, wir hoffen auf jeden Fall, dass er zurückkommt und dass es dann den spannenden und auch so ein bisschen angekündigten Dreikampf zwischen uns gibt. Welche Erinnerungen haben Sie denn an das Donaustadion? In der Jugend gab es da ja schon mal ein starkes Rennen. Ja, in der Jugend habe ich dort meine damalige Bestzeit von 10,29 aufgestellt, 10,28 glaube ich. Ich habe meinen ersten Titel über 100 Meter in der Jugend geholt und wie gesagt, das ist eigentlich auch der Titel, der mir bei den Männern noch fehlt. Ne? Und das ist eigentlich ganz gutes Omen. Das erste Mal dort der 100 Meter Titel bei den Jugendlichen, vielleicht jetzt das erste Mal auch bei den Männern. Jetzt gibt es ja für Sie auch zwei Optionen, die 100 Meter und die 200 Meter. Was hat denn Priorität? Ja, die 100 Meter werde ich auf jeden Fall laufen. Die sind am Samstag. Und wie gesagt, 100 Meter sind die Königsdisziplinen im Sprint. Und da will ich mich auf jeden Fall zeigen. Und wie gesagt, wenn man schon so ein Omen hat, dann sollte man auch die Chance nutzen, dass man es vielleicht verwirklichen kann. Aber ein Doppelsieg vielleicht und als Sprintkönig Ulm wieder zu verlassen, wäre auch schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich habe in den letzten Wochen sehr viele 200-Meter-Rennen gemacht. Und habe auch gerade letzte Woche bei der Team-EM gemerkt, dass so ziemlich der Ofen aus ist. Und muss jetzt einfach gucken, wie ich mich nächste Woche regeneriere und fühle. Ich denke mal, das wird eine Entscheidung sein, die ich dann kurzfristig am Wochenende treffen werde. Vielleicht noch eine Botschaft an die Zuschauer zum Schluss. Gerade was den Sprint betrifft, sollte man schon ein Auge drauf haben, nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch die letzten deutschen Meisterschaften in Erinnerung. Es war gut besucht, war super Wetter, super Publikum gewesen. Und wenn die Bahn bei uns brennt, dann brennt hoffentlich auch die Tribüne. Genau, das ist ein gutes Schlusswort. Lassen wir die Bahn brennen in Ulm auf jeden Fall. Alles klar, danke und viel Glück.